So. Da war die Felder auch schon wieder. So, und jetzt nehmen wir. Wo ist es? Hier. Unser Weizen mal mit, weil wir haben ja mehr von diesem Klumpatsch mit als alles andere. So, und das können wir jetzt mal mit in nach drüben hinnehmen. Ah, Hasi schläft. Dann hoppelt es auch nicht weg. So. Oh, dann kriegen wir jetzt natürlich auch ganz viel Knochenmehl, aber erstmal tun wir Weizen weg, weil wir haben keinen Platz für Knöchelchen. So, Weizen, 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 Weizen. Kartoschkis, de Möhrchen. So, hallo, lass mich hier mal durch. Danke. Das ist so geil. Mann, jetzt spring doch nicht immer dahin, wo ich nicht stehe. Ich finde das so gut, dass du daraus jetzt dieses Knochenmehl machen kannst. Und aus Knochenmehl kannst du ja weiße Farbe machen. Weil das ganze Gezuppel. Wohin damit, ne? Ja, wir wollen ja hier nicht automatisieren. Ist ja eine Altstadt. Hier läuft nichts automatisch. Kein Aber. Nein. Das ist hier kein After Humans. Normalerweise hast du ja nicht so viel Gezubbel. Guck dir die kleine Ernte mal hier an. Was willst du da automatisieren für zwei von diesem Zubbelgedönsrats Kack hier? Nee. Ich war jetzt nur mal ausnahmsweise so viel, weil wir die Erntemaschine angemacht haben. Und die Erntemaschine war jetzt das erste Mal nach 2 Jahren oder so wieder an. Also von daher, alles gut.
Alter! Lass mir mein Zeug hier. Ich glaube, du musst dich selber mal ein bisschen entschleunigen, Rangi. Muss nicht immer alles schnell gehen und am besten gestern schon. Muss ruhiger werden. Doch, weil Zeit ist nicht ewig da. Ach Quatsch. Man muss sich manchmal auch Zeit für gewisse Dinge nehmen. Ist auch so ein Teil hingeflogen. So. Nur 28 Stück. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ba, ba, da, ba, ba. Was wollte ich denn jetzt machen? Wir könnten ja mal gucken. Hat Gerda dich vergessen? Nee, nee, die guckt ja immer noch Nachrichten und dann kommt sie meistens. Ein Häusle möchte ich hier ich noch gerne haben. Vielmehr eigentlich noch mehr. Das heißt also auch, das hier hätte ich ganz gerne noch weg. Schnauze, Dreckskatze. So. Ich denke mal, dass sie so in den nächsten 10 Minuten kommt. Ich hatte ihr geschrieben, aber wahrscheinlich hat sie das nicht mitgekriegt. Boah, wo ist diese scheiß Katze? Katze. Ach ja, ist das nicht schön. Da sind wir wieder. Erde klatschen. Ja, es gibt Minecraft Hardcore. Das gibt es. Einmal tot, immer tot. Ja, das stimmt.
glaube, bei der Hardcore ist auch Monsterpflicht, ne? Da darfst du, glaube ich, gar nicht auf Peaceful spielen, ne? Da wird nicht auf Peaceful gespielt, ne? Dieses Hardcore. Ja. Huch. Da habe ich meine Schaufel weggeschmissen. Na, sowas. Also, wenn du einmal tot bist, dann ist vorbei und du musst dir ein neues Männchen machen. Nein. Dann, wenn du tot bist, bist du tot. Das ist ein Multiplayer. Hardcore. Da spielst du mit mehreren und wenn du tot bist, bist du tot. Dann bist du da aus diesem Hardcore-Game dann draußen. Nee, nee, nee. Einmal fort, immer fort. Zumindest in Hardcore. Keine Schaufel mehr. Kann man den Katzen eigentlich auch Fisch geben? Singleplayer ist die ganze Welt weg, ja. Das kann ganz gut sein, ja. Nein, da kommst du nicht mehr rein. Dann ist vorbei. Das ist halt Hardcore. Deswegen heißt das Hardcore. Nee, deswegen heißt es ja Hardcore. Du kannst ja auch ganz normal, so wie hier, ganz normal Minecraft spielen, ne? Das ist halt dieser Modus. Boah, Katze! Na, siehste. Einmal tot, immer tot. Aber du kannst dir dann einen neuen Charakter machen. Ja, kannst du dir in Minecraft auch. Na, nur bist du halt nicht mehr in dieser Hardcore-Welt, wie du vorher warst. Na, du musst dann halt... Nur komplett? Was ist denn hier los? Warum geht denn öfter mal die Dingens hier weg? Kuh. Was komme ich denn hier so oft auf Kuh? Aber du kommst halt nicht mehr in die Welt. So. Die Welt ist dann futsch. Na, also wenn ich die Welt jetzt hier auf Hardcore stellen würde, wenn das ginge, und ich würde einmal sterben, dann wäre die Welt hier weg. Dann könnte ich mir ein neues Mannequin machen, wie ich wollte. Ich würde hier nicht mehr drauf kommen.
Und wie oft hast du das schon probiert? Achso, weil wir dran gehen. Mach mal hier mal. Mach mal doch mal so. Und dann machen wir das hier noch weg. Oh, hier ist schon viel Fläche. So. Obwohl, ach komm, das reicht erstmal. Mann, was ist denn hier heute los? Was drücke ich denn auf einmal hier mal so? Kuh. Brauch eine Spitzhacke. Machst du ein Freibad hin? Nee. Aber ein Freibad könnte man auch mal machen, ja. Ist da aber nicht geplant. Hier. Also auf jeden Fall war Gerda mal hier drin. Hier ist ordentlich Holz drin und es ist sortiert und es ist ganz viel Holz da. Also die muss auf jeden Fall mal hier drin gewesen sein. So. Spitzhacke! Spitzhacke! Guck mal, warte mal wieder hier. Und Erde haben. Also wenn Gerda jetzt nicht kommt, dann rufe ich sie mal an. So, einmal hier so durch, zack, zack, zack. So. Ja, so ein Freibad könnte man tatsächlich auch hinmachen. Aber das würde ich, glaube ich, weiter runter machen wollen. Sonne, du blendest überhaupt nicht. Ja, ich würde da, glaube ich, so auf dieser Ebene dann machen wollen mit dem Freibad, weil die Leute, gerade Kinder, ja, die machen halt so viel Lärm.
Da brauchst du ja anschließend erstmal wieder Urlaub, um dich von dem Lärm dann zu erholen. Und warum leuchtet meine Dingens nicht mehr? So. Ich ruf mal eben die Gerda an. Kontakte. Gerda. Mit E. Oh. Was ist denn da los? Normalerweise ist ihr Handy immer an, aber die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar. Ich hoffe ja nicht, dass ihr irgendwas passiert ist. Huch. Gibt mir ja schon so ein bisschen zu denken. Also jetzt nicht, ne, sondern weil ihr Handy halt einfach so, das ist nicht sie. Nee, ihre Festnetznummer habe ich nicht. Nee, die habe ich nicht. Weil das ist überhaupt nicht ihre Art, weil sie ist ja selber total happy, dass sie ja wieder mitmachen kann. Aufgrund dessen, weil wir ja diesen Server haben. Und das ist nicht ihre Art, einfach nicht zu kommen. Normalerweise wäre sie jetzt nämlich schon längst hier. Ja, das ist auch komisch. Das kennt man von ihr überhaupt nicht. Mein Gott, das nächste Ding hier schon wieder kaputt. Ich bin gerade schon ein bisschen überfordert, überfragt, was wohl mit ihr ist.
Ey, 20.30 Uhr, da ist er eigentlich schon lange da. Oh, ein Höhlengeräusch.